Löwe 01 für VBKA Leipzig, bitte kommen. Löwe 01 hört. Guten Tag, Bürger. Wir dürfen gerne mal Ihre Fotoerlaubnis sehen. Ansonsten müssten wir Sie jetzt mitnehmen zur Klärung eines Sachverhaltes auf die Dienststelle. Zum Glück hatten wir alle Papiere und Genehmigungen dabei und konnten somit unsere Dreharbeiten fortsetzen. Hier vorne haben wir stehen ein Wartburg 353W Funkstreifenwagen der ehemaligen DDR-Volkspolizei Einsatzkräfte. Ist meistens gefahren als Verkehrspolizei im Einsatz. Und hier daneben in B1000 ein Barkas der kasernierten Volkspolizei, also der Bereitschaftspolizei. Die waren beide in einem Filmdreh. Und nach dem Filmdreh haben wir dann den B1000 uns gekauft. Das ist ja soweit alles original, das Telefon und so weiter? Ja. Beziehungsweise das ist Funk, oder? Was ist das? Funk. Funk, ne? Würde das noch funktionieren, wenn man jetzt sagt, wir schmeißen das an? Das hier nicht, weil da fehlt mir für das U600, das ist das hier, der Funkkoffer. Der fehlt mir. Der Lautsprecher dazu. Dann würde das funktionieren. Also wir haben noch Fahrzeuge, wo wir das schon getestet haben, wo das funktioniert. Mit Handfunkgerät, mit dem U721. Funktioniert. Die damalige Arbeitsweise unterschied sich prinzipiell kaum zur heutigen. Die haben damals angehalten mit einem Regulierstab, nicht mit einer Pelle, wie man es heute kennt. Den haben wir hier. Da hat der Polizist quasi das Fahrzeug gestoppt und hat dann auch vom Fahrzeugführer Fahrzeugschein und Führerschein verlangt und genauso kontrolliert wie heute, ob das Fahrzeug im technischen Zustand in Ordnung ist und fahren darf oder ob er eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen hat, irgendeine rote Ampel überfahren. Also die haben das dann genauso geahndet wie heute auch, bloß dass die Fahrzeuge eben anders waren. Und es wurden auch Alkoholkontrollen durchgeführt. Nur eben jetzt nicht mehr wie es jetzt ist, sondern da gab es Röhrchen, die man eben vorbereiten musste. Und dann war auch so ein Sack dran, gut, dass der Sack voll ist. Und dann konnte man eben ablesen, ob Alkohol getrunken wurde oder gar wie viel. Immer gehört original der Regulierstab hier rein in das Fahrzeug zum Anhalten und Kontrollieren von Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir hier drinnen das Funkgerät, das U700, sieht aus wie ein altes Handy. Hier ist auch noch die Sprechtaste dafür dran. Dafür brauchte man die kleine Antenne. Die hatten ungefähr eine Reichweite zwischen 10 und 12 Kilometer auf Kurzwelle für den Funkverkehr. Dann ist hier unten in der Mitte zu sehen diese Rennanlage. Da konnte man einmal ein Tonbandgerät anschließen für Durchsagen. Dann ist dort weiterhin ein Mikrofon vorhanden, dass man die Durchsagen quasi vom Fahrzeug aus machen konnte über die Lautsprecheranlage und der Sirenenton, wenn die mit blaulichten Sirene gefahren sind. Weiter oben sind noch Schalter, einmal für die Motorsirene, die sich in der Mitte befindet. Die ist man meistens innerorts gefahren, wegen der Lautstärke. Ja, weiter ist noch eine Kartenleselampe drin, dass man Dokumente in der Nacht lesen konnte, eine Karte. Ansonsten ist das Fahrzeug wie jedes normale Wartburg ausgerüstet. Die hatten also keine frisierten Maschinen. Die sind genau dieselben Maschinen gefahren, da wurde nichts dran geändert. Das Einzige, was man gemacht hat, man hat die Tanks meistens geändert auf 70 Liter, damit die größere Reichweite haben. Ansonsten wurde an den Fahrzeugen eigentlich nichts verändert. Den Atemalkohol zu testen, war früher auch etwas aufwendiger. Das war zum Kontrollieren, ob Alkohol getrunken wurde oder nicht.
Wie gesagt, das war auch so in so kleinen süßen Taschen. Das sind die Röhrchen dazu. Eine Säge, weil die musste man beidseitig aufsägen. Die Tüte, da wurde das dann reingesteckt, das Mundstück und so lange, bis die Tüte dann halt voll war. Und dann konnte man es ablesen. Hier drin ist ein Granulat, was jetzt gelb ist. Und wenn Alkohol getrunken wurde, hat sich das grün verfärbt. Können wir jetzt nicht testen, wir sind alle nüchtern. Ein Stativ noch drin, mit einer Rundumleuchte. Gelb. Zur Absicherung von Unfällen hat man das aufgestellt. Das ist wie heute, wenn die ihre Bengalo-Feuer hinlegen oder die gelben Blitzlampen aufstellen. Es gab damals keine Blitzlampen, es gab die. Hier haben wir noch das Handfunkgerät von früher. So ähnlich wie das, was wir heute haben. Das ist natürlich verdreht. Ja, muss ja wissen. Das hatten die ja dann auch bloß umhängen. Das ist eine Rundküche. Zum Sprechen, wie gesagt, auch die Antenne dran. Die konnten quasi mit den Fahrzeugen untereinander kommunizieren oder mit der Zentrale. Was haben wir noch? Das Megafon. Ich krieg's nicht raus. Dann war noch ein Megafon vorhanden für Durchsagen, wenn die irgendwelche Versammlungen auflösen wollten. Ja, und dann noch, wie gesagt, Kartentaschen drin. Da war Ausrüstung drin, wie Schreibzeug, Notizblöcke, Strafzettel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel drin unsere Handschellen und die Zuführkette. Okay. Also des Weiteren waren so Kappen drin, wenn sie in Kolonne gefahren sind, war das erste Fahrzeug rot-blau als Erstfahrzeug und am Ende der Kolonne war grün-blau, dass die Fahrer, die Autofahrer wussten, dass jetzt die Kolonne zu durch Ende ist quasi oder durch ist. Ansonsten gehört in das Fahrzeug noch hinten rein ein 20-Liter-Kanister, der ist jetzt hier nicht vorhanden, als Reserve. Oh, so waren die Fahrzeuge ausgestattet. Sammeln und sich mit den Dingen auseinanderzusetzen ist nicht nur ein Hobby, sondern auch ein Auftrag, die Geschichte lebendig zu erhalten. Wie kommt man eigentlich dazu, sich mit alter Volkspolizeitechnik zu befassen? Es hat irgendwie damals angefangen. Du hattest damals Eisenbahnplatte gebaut. Das ging dann nicht mehr, weil derjenige umgezogen ist. Der hatte den Raum nicht mehr dafür. Und da hat man dann überlegt, was man Neues macht. Und da kam die Idee, alte Fahrzeuge eben oft zu bauen. Die erste Idee war Feuerwehr. Aber Feuerwehr, hat man gesagt, hat jeder. Krankentransport von früher ist noch schwieriger, Teile zu erhalten. Und deshalb hat man sich dann entschieden, Volkspolizei zu machen. Und ja, hat dort angefangen, eben nach und nach zu sammeln und die Autos dann umzubauen, die Unterlagen sich zusammenzuholen, wo was hingehört, welches Maßstab zum Beispiel oben die Blaulichtbrücke hatte. Ja, ich glaube dazu, wie gesagt, muss man ein bisschen gestört sein. Ja, wie gesagt, wir haben uns dann noch die ganzen Uniformen alles dazu besorgt, damit es authentisch wirkt, dass wir auch zu den Fahrzeugen passen. Und sag mal, das Hauptanliegen ist eigentlich daran, ein Stückchen DDR-Geschichte zu erhalten. Und sag mal, transparent auch an unsere jüngere Generation, die das nicht mehr so kennen, heranzuführen und zu zeigen, wie das damals war, dass quasi das Stückchen Geschichte DDR 40 Jahre nicht ganz verloren geht. Auch wenn die überwiegende Mehrheit positiv beeindruckt ist, findet nicht jeder das Treiben der beiden gut. Es gibt auch negative Sachen, sage ich jetzt mal, die vielleicht nicht so die besten Erfahrungen haben, aber wir stehen nicht politisch zur DDR. Aber es geht einfach nur um den Erhalt der alten Fahrzeuge, weil es eben viele eben nicht mehr kennen. Und ich sage jetzt mal gerade die heutige Polizei, da sind wir eben auch gerne eingeladen zum Tag der offenen Tür, weil die wirklich gar nichts mehr aus DDR-Zeiten haben, weil man das eben alles entsorgt hat, wo sie einfach nur zeigen wollen, wie war es früher und wie ist es heute. Aber es kommen viele positive Reaktionen, wo man dann eben wirklich noch manchmal hört, Mensch, bei euch hat man noch Respekt. Aber es ist auch teilweise wirklich ganz selten, wo sie sagen, ihr habt wohl die Wende nicht mitgekriegt. Besondere Einsätze gab es bei den beiden schon oft.
Also, das ist immer alles ganz spontan. Wir waren mal auf einem Treffen, auf einem Campingtreffen in Großrückerswalde. Da ist abends ein Mann und eine Frau auf uns zugekommen, ob wir morgen in ihre Hochzeit mitfahren können. Die fänden das cool. Und da wir sehr spontan sind, haben wir halt dann einfach gesagt, okay, machen wir. Und da haben wir uns dann getroffen und haben die Braut und den Bräutigam, die sind mit dem Trabi gefahren, zu ihrem Standesamt begleitet, waren bei der Eheschließung mit dabei und haben sie dann wieder nach Hause mit begleitet. Also wir waren schon mal auf dem Treffen in der Nähe von Torgau. Da waren ein älteres Ehepaar. Die sind zu uns gekommen oder an uns herangetreten und haben uns da mitgeteilt, dass eben in der Eisenbahnstraße in Leipzig doch sehr viel los ist und wir uns doch da mal bitte drum kümmern sollten und dort mal Streife gehen sollten. Und da haben wir dann den Leuten mehrfach erklärt, dass wir seit 30 Jahren nicht mehr im Dienst sind, dass wir nur als Hobbypolizisten auftreten. Aber das haben uns die alten Leute nicht so ganz abgenommen. Also die waren davon fest überzeugt, dass es uns noch aktiv im Dienst gibt und haben uns dort mehrfach, wie gesagt, aufgefordert, dort mal an der Eisenbahnstraße wieder Streife zu laufen, damit es dort wieder ruhiger wird. Die wohnen wohl dort in der Nähe. Das war eine sehr lustige Episode. Sie sagten dann halt, ihr habt doch dort einen Stützpunkt, aber das sieht man ja niemanden mehr. Also es wäre wirklich schön, wenn Sie mal Ihren Kollegen sagen, dass sie dort mal wieder auch besetzen sollen und bitte auch wieder Streife laufen sollen. Also wir fanden das schon sehr lustig, aber naja, die waren voll der Überzeugung, dass wir noch die Echten sind. Damit alles authentisch klingt und aussieht, kennt die Detailverliebtheit der beiden fast keine Grenzen. Also damit die Funkgespräche etwas authentischer rüberkommen und man den Leuten mal zeigen kann, wie das früher so war, haben wir hier Mitschnitte gemacht vom Polizeiruf 110. Hier ist es die Berliner Polizei, deswegen Toni. So hat sich das damals über den Funk angehört in den Fahrzeugen drin. Weißt du auch was? Also Nebelschluss? Nee, was bedeutet das? Ja? Nee, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, ja. Blaulicht, Motorsirene. Ganze Funktechnik und so weiter halt, ist klar. Was war das jetzt? Das ist die Sirene, Lara. Ah, Sirene. Sirene, Mikro. Gefahren sind, da war die richtige Polizei hinter uns und mein Mann sagte dann, oh, hinter uns sind die Richtigen, die sind dann vorbeigefahren, gewunken und gelacht. Ich sage, wenn die winken und lachen, das hat nichts Gutes zu bedeuten und so war es direkt vor uns gesetzt, bitte folgen. Da sind wir hinterher gefahren und dann, oh, das ist cool, wir wollen eigentlich nur mal ein Foto machen. Und da haben sie ihr Auto halt daneben gesteht, im Passat, neben Wartburg und haben nur fotografiert, haben uns noch kurz mit denen unterhalten, waren ganz nett und dann sind wir halt weiter gefahren, konnten wir unseren Weg fortsetzen. Ich kann von früher noch gut ausdruckslos gucken. Und wer wirklich ranghöher ist, stellt sich nach der Frage, ob es noch weitere Autos geben wird, nicht mehr. Wunschzettel gibt es viele bei meinem Mann, aber ich sage nee. Also die Garage ist voll. Wir haben 3 Fahrzeuge, also 2 Polizeifahrzeuge und ein Trabi. Der Wohnwagen steht noch drin, wenn wir auf Treffen fahren zum Übernachten. Aber Schluss. Also ich sage, es gibt keine Fahrzeuge mehr. Er kann liebäugeln, er kann sie sich angucken, er kann vielleicht auch mal dran lecken, wenn die Leute das zulassen. Aber es wird keins mehr gekauft. Das war's jetzt leider schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal etwas anders als gewohnt war. Über einen Daumen nach oben oder gar ein Abo würde ich mich wieder urst freuen. Bis bald, euer Jan.